Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute mit einem sehr, sehr witzigen Team. Auf der einen Seite haben wir Doppeldrache Stahl oder auch Doppelstahl und Drache oder einfach Boden und Doppelstahl. Irgendwie sowas. Wir haben zwei Pokémon, die haben einen Stahltypen, zwei Pokémon haben einen Drachentypen, dann haben wir noch einen Psychotypen dabei und einen Bodentypen. Das heißt, es gibt diverse Probleme für dieses Team. Aber man kann da vielleicht ein bisschen aus diesen Situationen rauskommen. Falls du zu Pokémon Go nichts mehr verpassen möchtest, wirklich gar nichts, dann hau doch gerne ein Abo rein. Dann, wenn du Bock hast, mach noch die Glocke an, dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich was hochlade. Also, wir spielen ganz entspannt, wie man es so kennt, Drache, Doppelstahl, so rum, sorry. Aber ich habe mich dafür entschieden, Dialga mitzunehmen, denn ich habe gestern schon erwähnt, ich habe keine Möglichkeit mehr, den Buddy heute zu wechseln. Von daher nochmal Dialga mitnehmen. Und wir gehen jetzt entspannt in das Set. Let's go! Knackrack ist eigentlich ja auch ein ziemlich gutes Pokémon, ne? Damit spiele ich nur sehr, sehr selten. Irgendwie hat sich das noch nie so für mich bewährt, dass ich da wirklich, wirklich, wirklich Bock drauf habe. Die erste Zeit lang, als ich nicht viel geradet habe, habe ich sehr, sehr häufig mit Knackrack und Melmetal in Kombination mit Metagross gespielt. Aber wie gesagt, da wir jetzt noch Dialga zur Verfügung haben, nehmen wir das mal dazu. Und wer von euch früher Diamant und Perl und auch Platin gespielt hat, der weiß, dass Knackrack eine ziemliche nervige Pokémon-Champ-Antwort irgendwas ist. Das Ding ist extrem stark. Das hat, glaube ich, den einen oder anderen früher sehr genervt. Und auch bei den Remakes war das ein wirklich starkes Pokémon. In den Remakes bei Cynthia, in den Top 4 beim Champ, das Ding war wirklich stark und es hat mega Bock gemacht, dagegen zu kämpfen. Auch als erfahrener Pokémon-Spieler musste ich tatsächlich noch ein bisschen extra leveln. Ne? Die Pokémon, die ich mir während der ganzen Reise und des Abenteuers hochgezogen habe, die haben vom Level her leider nicht ausgereicht, sodass ich nochmal ein bisschen pumpen gehen musste. Das heißt, ich bin dann mit meinen Pokémon ins Gym, habe dann einfach mit denen trainiert. Das eine Ding durfte Bank drücken, das andere hat ein bisschen mit den Seilspringen seine Muskulatur gestärkt, das andere war einfach beim Butterfly und und. Nachdem ich mich dann aufgelevelt habe, ich hoffe, ich habe hier irgendwann eingeblendet, wann es losgeht, nachdem ich dann wirklich gut trainiert habe und auch richtig ordentlich dabei war, hatte ich die Möglichkeit, Cynthia zu besiegen. Kyogre, ich habe nicht zwei bessere Antworten, ne? Habe ich tatsächlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe aber nun mal die Möglichkeit, deinen zweiten Angriff irgendwo abzufangen. Am besten auf Dialga. So machen wir das, falls du einsetzt. Das hier, das ich nochmal aushole, ist richtig. Weil das gerade kein Gleichstand war, muss ich diesen Zug hier bekommen. So, das heißt, du bist jetzt, du gehst raus. Was machen wir denn gegen Primarene? Wir holen uns Energie und gehen dann hier raus, ne? Ich glaube, dass das keine so schlechte Idee war. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange gebraucht habe. Aber es sieht nicht danach aus. Primarene ist ein starkes Pokémon. Es haut auch wirklich ordentlich Schaden raus. Es wird Zeit, dass das Pokémon endlich seine verdiente Aquaobitze bekommt. 1, 2, 3, 4, 5. Du bist jetzt bei 5 Attacken. Du wirst aber höchstwahrscheinlich schilden, weil sonst dein Pokémon drauf geht. Sind wir uns da einig? Ja, nein, vielleicht. Du machst es. Und du setzt auch direkt ein. Das heißt, ich kann dich komplett mit Dialga runterfarmen, ohne dass du eine Attacke schaffst. Und falls da noch ein Togekiss ist, hole ich mir einen riesen Energievorteil. 1, 2, 3, 4 und du gehst drauf. Hast du noch eine Fee? Ja, perfekt. 1, 2, 3. Du bist jetzt bei 3 Attacken. Bei 10 hast du den Flammenwurf. Wir werden den nächsten Move vor dir erreichen. Das heißt, drin bleiben, ganz entspannt. 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt hast du Antikraft.
Die macht jetzt aber nicht wirklich viel Schaden. Ne? Wenn das hier nicht ausreicht, snipen wir dich und besiegen dich mit einer nicht effektiven Bodenladenattacke. Ist das nicht der Plan? Knackrack darf gegen einen natürlichen Feind gewinnen, denn Togekiss resistiert unsere Bodenattacken plus unsere Drachenattacken. Das war doch mal ein schöner Snipe, oder? Wer sind eigentlich diese Resistenzen, von denen hier alle sprechen? Die gibt es scheinbar nicht. Es war halt, es war abzusehen, dass da noch ein Togekiss kommt. Wichtig war halt für mich, dieses Kyure komplett runter zu farmen. Weil wir jedes Mal mitgezählt haben, wussten wir auch, dass es keinen Surfer schafft. Deswegen war das schon mal ganz nett für uns. Knacki Raki gegen Knacki Raki. Wie spielen wir das am besten aus? Welche Attacke hast du? Du hast die gleiche. Und du bist ebenfalls ein 100er. Das heißt, wir sind gleichzeitig bei der Attacke. Ich habe hier scheinbar den Gleichstand gewonnen. Die Frage ist, ob du schildest. Und danach ist die Frage, ob... Wow. Dann möchte ich doch gerne den Wechsel haben. So, gar keine Frage, aber dass du das mit einem KP überlebst, ist natürlich doof. Was holst du rein? Ich habe den... Oh, ist das schön. Ich habe den natürlichen Feind von meinem... von meiner Backline besiegt. Das hier gefällt mir ebenfalls. Ich kann dir einen Draco drücken, komme danach mit meinem Knackrack rein und mein Metagross wird gegen Lugia kämpfen. Aber macht euch nichts vor, Lugia wird extrem stark gegen uns. Soll ich euch sagen, warum? Das Ding ist einfach tanky ohne Ende. Das haut auch wirklich Schaden raus und das auch, man mag es kaum glauben, gegen ein Metagross, welches theoretisch irgendwo Resistenzen haben sollte. Der Gegner geht jetzt hier nochmal auf Kraftkoloss, besiegt mich. Er schwächt sich aber um 2 Stufen, weshalb ich mir hier ganz entspannt reinkommen kann, mir die Energie hole, die ich benötige, um diesen Lugia einen Wutanfall zu drücken, was klasse ist. Du machst nicht viel Schaden, du könntest auch rausgehen, es lohnt sich aber für dich nicht, da du genau hier noch einen Move schaffst. Ist in Ordnung, den nehmen wir. Du bist 3-mal abgeschwächt gewesen, das sollte jetzt hier nicht mehr allzu viel Schaden verursachen. Das heißt, du wirst runtergefarmt. Du bist jetzt, glaube ich, bei 2 Sofortattacken. Ich persönlich hätte mein Lugia nicht erlöst, egal welche Werte. Ich hätte das als Krypto gelassen. Wutanfall zieht ein Schild, zieht kein Schild, okay. Dann kommen wir jetzt hier rein. Oh, es wird knifflig für mich, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Das hier wird jetzt kein leichtes Spiel. Es sieht aber dennoch sehr episch aus, ne? Auch dieses erlöste Ding sieht tatsächlich wirklich krass aus. Ich würde ganz gerne die erste Attacke von dir schilden und ich hoffe, dass es der Luftstoß ist. Boah, die Aura ist so fett, ne? Die sieht so hammer aus. Bitte der Luftstoß plus plus. Aha, er hat das Premium-Abo gebucht. Er ist ein Luftstoß plus plus Spieler. Nicht nur normales Plus, nein, 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 das Premium-Abo. Er macht plus plus Schaden. Bei 5G. Alles gleiche, mein Freund. Du wirst mich nicht mit einem Dings besiegen können. Mit einem, Himmelsfeger. Wenn das kein Luftstoß ist, besiegst du mich nicht. Es ist ein Plus-Plus-Luftstoß. Habe ich jetzt die Möglichkeit, dich zu besiegen? 1, 2, 3. Ja, und wieder mit nicht effektiven Ladeattacken. Diesen Flex gönnen wir uns. Du hast nämlich nicht mehr viele KP, weshalb das hier ausreicht. So. Es war schon mal wirklich cool, am Anfang mit richtig viel KP rauszugehen. Ja, wir haben ein Schild geopfert, was der Gegner jetzt nicht unbedingt musste. Ist aber in Ordnung, wenn wir dann so aus der Situation rauskommen. Wir konnten dann ganz entspannt rauswechseln, haben einen Konter für unsere Backline rausgelockt in Form von diesem Melmetall. Dieses konnten wir komplett runterfarmen und hatten dann immer noch eine gute Antwort. Du überlebst, glaube ich, keinen Move. So, wir haben aber fast zeitgleich die Attacke. Du hast die, glaube ich, kurz nach mir, ne? Oh, du fängst auf Palkia ab. Das finde ich sehr, sehr spannend. Hier der Move drückt trotzdem viel Schaden. Und jetzt können wir dich runterfarmen, ohne dass dann Draco kommt. Da kann nur ein Nassschweif kommen. Falls du einsetzt, das ist nur ein Nassschweif, den können wir ganz entspannt durchlassen, dich runterfarmen
Und gegen dein Dialga können wir ebenfalls noch was anrichten. Das gefällt mir doch, ne? Das nehmen wir auf jeden Fall. Kommst du denn mit deinem Dialga wieder rein? Ist es das, was man machen möchte? Die Möglichkeit besteht natürlich. Ich habe später immer noch mein Metagross. Aha! 1, 2, 3. Wir wollen einsetzen. 3 Attacken haben wir. Dann machen wir das jetzt so, setzen ein. Du hast 3 Attacken, meine ich. Jetzt bist du bei 4. 5. 6. Ich kann schilden. Ich muss es aber tatsächlich nicht. Von daher kommt hier der Nahkampf. Der verursacht Schaden. Dann werden wir rausgehen. So, du setzt jetzt hier nochmal ein. Das finde ich nicht schlimm. Und jetzt, oder war es doof? Ich muss gucken, dass ich mit meinem Metagross und 2 Schilden hier was... Oh, mach Schaden. So, Kumpel, wie viel tankst du? Überlebst du ein Erdbeben? Das tust du wahrscheinlich nicht. Bitte sei der Draco. Lass das ein Draco-Meteor sein. Keine Köderaktion. Das ist doch ekelhaft, mein Freund. Köder ich dann einfach auch? Das Erdbeben würde dich ja sowas von weghauen, ne? Ich bin mal gespannt. Habe ich mich jetzt hier auf das Köderspielchen eingelassen? Scheinbar. Es ist aber nicht tragisch, ne? Es ist tatsächlich jetzt nicht so wild, denn wir werden dich jetzt runterfarmen. Es war doof, ne? Es war doof, meine Freunde, denn der Nahkampf besiegt mich, glaube ich. Hey, ich hätte auf Erdbeben, denke ich, gehen müssen. Oder schaffe ich... Oh, wartet mal eine Sekunde. Potenziell schaffe ich vielleicht 2 Attacken. So, 1. Der Move kommt. Du brauchst, glaube ich, noch 2 weitere Attacken, hoffentlich zum Nahkampf. Und in der Zeit habe ich vielleicht ebenfalls noch einen Move. Oder 2. Ja, 3. Perfekt. Metagross darf hier auch nochmal einen nach Hause holen. Dieses Station, was super nervig ist, komplett wegklatschen. Tschüss. Adios. Das war's. Wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Spätestens, wenn du in den Raids kommst und ich mir dich auf Level 50 holen werde. Das heißt, ich werde da wieder ein bisschen raiden. Ich habe, glaube ich, schon 170 oder 180 XL. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ein paar XL-Bonbons sind auf jeden Fall am Start. Diese werde ich erstmal aufbewahren. Ich habe für die Meisterliga Classic ein 96er mit 15, 15, 13. Ich würde diese Zeit nutzen, wenn das Ding wiederkommt, um mir ein besseres zu holen. Vielleicht mal so ein 98er oder mal so ein 100er davon. Ein 100er davon. Oh, 3:0. Krass. Ein 100er davon würde ich übel feiern. Ne? Da bin ich ehrlich, da hätte ich mega Bock drauf. Das heißt, das würden wir uns auf jeden Fall gönnen. Und das dann auf 50 pushen ebenfalls. Und dann werden wir da auch gucken, dass ich mir da die Kumpelschleife drauf hole. Also, ich habe, glaube ich, ich bin kurz davor, den 100 besten Kumpel zu bekommen. Das wird mein Spukball Mewtwo sein, denn das sollte nach meinen täglichen Wechseln, ich mache ja immer 6 Kumpelherzen am Tag, ich wechsle den Kumpel rein, ich spiele, streichel, fütter sind 3 Herzen, mach 3 Kämpfe gegen einen Rocketballon, das heißt Ballon, genau, gegen so einen Rocketballon. Wir gehen in den Kampf, verlassen den, gehen in den, auf Rematch, verlassen Rematch, so bis es fertig ist und damit wechsle ich durch. In den 20 Minuten schafft man ein paar Kumpel und so mache ich das dann mit, ich glaube aktuell 16, 17 Kumpel, denn ich habe keine Lust, das mit 20 zu machen, das frisst dann schon zu viel Zeit. Ja, ich meine 16, 17 auch und ich könnte, wenn ich dabei bin, auch direkt die 20 voll machen. Ich lasse mir, und wir snipen. Perfekt. Ich lasse mir aber immer noch ein paar Kumpel über, deshalb nur 16, 17, damit ich 1, wartet, 2, 3, 4, 5. Ich lasse mir immer Kumpel über, damit ich für die Kämpfe später meine Kumpel wechseln kann. So wie jetzt wir das hier in diesem Set haben, habe ich nicht mehr die Möglichkeit gehabt, die Helga rauszunehmen. So, 5, 6. 6 oder 7? Könnten auch schon 7 sein. Ich werde selbstverständlich nichts schilden, denn mein Metagross hat Spaß, gegen dich zu kämpfen.
Du kannst mich nicht farmen, du setzt direkt nochmal ein. Das finde ich spannend. Ey, deine Verteidigung ist dann um 4 Stufen geschwächt, weil mehr als 4 geht nicht. Lass mich eine Sofortattacke landen. Ah, du gehst raus. 4, 5, 6, 7, 7. Du hast potenziell einen Spukball. Der wird mich halt wegpfeffern, ne? So, Unheilböen. Der Köder. Okay, dann bist du jetzt bei 3 wieder, ne? Du wirst aber hier reinschilden. Gar keine Frage. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. So. Was setzt du ein? Es wird schwer für mich, dich zu besiegen, da bin ich ehrlich. Das wird knifflig. Unheilböen. Kannst du komplett farmen oder schaffe ich 1? 2. 3. 4. 5. Oh, das ist schmackhaft, mein Freund. Wenn das nicht mal ein Fehler war, dieser Move, der besiegt dich. Du kriegst mich runtergefarmt, du schaffst aber keine 2 Attacken und ich habe noch ein Schild. So, 1, 2, 3, 4. Du bist bei 4 Attacken und ich 5, 6. Und das hier reicht auch aus, um dich zu besiegen. Du hast jetzt zur 7. ausgeholt. Somit hättest du 2-mal Nahkampf ready. Diesen benötigst du, um mich zu besiegen. Der erste Nahkampf zieht mein Schild. Der zweite Nahkampf besiegt mich. Aber Metagross ist halt der Feenschlechter. Das Ding nimmt Feen zum Frühstück mit. Das verhaut die komplett. Also ernsthaft, das Ding ist zwar nur ein Metagross, aber bereitet sich die Feencross zu. Irgendwie so, ne? Das ist wieder mal ein sehr, sehr flacher Witz gewesen. Wenn der bei euch noch nicht angekommen ist, solltet ihr die Füße hochheben, aufpassen, dass ihr nicht stolpert. Denn das wäre doof. Im gestrigen Video hatte ich das, glaube ich, erwähnt. Ihr müsst aufpassen vor einem Dickdarloch, dass ihr da nicht reinflutscht. Das wäre nämlich doof, wenn das Ding Schaufel eingesetzt hat. Und man... Wow, das sieht schön aus, ne? Es sieht schön aus. Man könnte diese Dickdarwitze noch ein bisschen weiterspielen, aber wir bleiben family-friendly. Von daher machen wir das nicht. Sonst gibt's Ärger. Das wollen wir nicht. Also ziehen wir das nicht durch. Hey, dieses Team gefällt mir. Gerade mit Dialga, so das Ding ist halt so ein geiles Pokémon. Es ist wirklich geil. Wenn euch mittlerweile dieses Pokémon nervt, ja, dann tut's mir leid, ich habe da Spaß dran. Und als Content Creator nehme ich mir einfach mal die Freiheit und die Frechheit raus, das zu zocken, woran ich Spaß habe. Und ich glaube, dass das ziemlich wichtig ist. So, 6, 7, 8. Du gehst vielleicht auf Doppeldings hier, ne? Doppelkraftkoloss. 8. So. 9. Ich schilde den ersten, weil der mehr Schaden macht als die Moves danach. Das ist der Kraftkoloss, den werden wir schilden. Wo gehst du raus? 1, 2, 3, 4. Wir drücken dir jetzt das hier. Danach, Kumpel, Freund, Mister, haut dich das fast weg, wenn du es durchlässt. Na, das haben wir schon mal gesehen. Alles klar, dann können wir getrost den Metagross. Denn das Ding resistiert erstmal alle deine Attacken. Und auch der Draco, der macht schon Schaden. Aber von dem lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir lassen den durch oder schilden wir den? Wir schilden den, glaube ich, ne? Denn der wird schon guten Schaden machen. Das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Wir holen uns hier aber noch ein bisschen extra Energie, sodass wir jetzt einsetzen und nicht ganz leer ausgehen. Die Frage ist, ob der Gegner das schildert. Ich glaube nämlich nicht. Ihm ist der Wechsel nicht so wichtig wie mir. So, du hast jetzt... aber Gleichstand verliere ich. Oh, krass. Das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ist aber in Ordnung. Das wiederum bedeutet, du besiegst mich und ich farme dich jetzt einfach hier mit runter. Ne? Du schaffst keine Attacke mehr. So, 1, 2, 3. Schönes Shiny, by the way. So. Du hast Stromstoß, Wutanfall und Knirscher. Weswegen wir hier eine resistierte Attacke erstmal raushauen, danach ganz entspannt rausgehen und auch effektiven Druck mit Sofortattacken ausüben.
Der Gegner hat keine Möglichkeit, mich runterzufarmen. Er timet das perfekt auf den Gleichstand getimt und drückt mir den Knirscher. Dadurch verliert er aber auch einen Haufen Energie. Meine Sofortattacke ist sehr effektiv, seine neutral. Und ich glaube, oh, er schafft noch Move. Freunde, reicht das aus? Macht ein Knirscher genug? Der Stromstoß macht, glaube ich, fast gefühlt schon mehr Schaden, ne? Wir farmen dich hier runter und ich hoffe, dass die nächsten Feuerodem dich besiegen, ohne dass du eine Attacke schaffst. Und das sieht doch klasse aus. 5-0 mit dem Team. Und diesmal durfte auch Dialga nochmal den Sack zumachen. Meine Freunde, besser geht es doch nicht, oder? Wir kommen jetzt auch wieder auf über 2800. Wir nehmen hier auch selbstverständlich den ganzen Sternstaub mit. Und dieses ultra heftige Schnuthelm. OMG, das Ding wird ja mein ganzes Meisterliga-Meta-Team auf den Kopf stellen. Jesus, was soll ich denn? Ach krass, egal. Ich hoffe, dieser Content hat dir gefallen. Ich hoffe, dieses Team hat dir gefallen. Baller doch einfach mal dein Feedback dazu rein. Wir sehen uns wirklich beim nächsten Mal wieder, ja? Also ich bin morgen am Start, ich hoffe du auch. Hau rein und ciao.